Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück zu Zelda Phantom Hourglass. Auf der Insel der Lichtgeister befinde ich mich jetzt aktuell mal wieder, weil ich jetzt endlich genügend Weisheitstropfen gesammelt habe, um auch den Lichtgeist der Weisheit mal zu verstärken. Also ist das das Erste, was ich in diesem neuen Part mal machen werde. Die Quelle ist mit einem mysteriösen Licht erfüllt. Welche Lichtgeisttropfen möchtest du da erreichen? Na, natürlich Weisheit. Bisher hast du 11 weiße Tropfen gefunden. Mit so viel Lichtgeisttropfen wird die Kraft des Lichtgeistes der Weisheit erwachen. Tritt vor, Lichtgeist der Weisheit. Mit den Lichtgeisttropfen, die Link gesammelt hat, musst du dich nun an das wahre Ausmaß deiner Kraft erinnern. Der Lichtgeist der Weisheit ist stärker geworden. Weisheit beschützt dich und stärkt die Abwehr deines Schilds. Wechsel die Lichtgeister im Sammlungsbildschirm. Mögen dich die Lichtgeister beschützen, wohin auch immer du gehst. Jo, also jetzt habe ich quasi die Qual der Wahl. Wenn ich jetzt hier ins Menü gehe, unter Sammlung, dann kann ich jetzt auch den Lichtgeist der Weisheit ausrüsten. Es geht halt leider immer nur ein Lichtgeist auf einmal, halt nicht bei zwei oder drei gleichzeitig, das geht leider nicht. Der wäre mal ein bisschen overpowered. Also ihr seht, ich habe jetzt aktuell 13 Krafttropfen, 11 Weisheitstropfen, aber immer noch nur 6 Muttropfen. Also da fehlen mir immer noch 4 Stück, bis ich da endlich mal genug habe. Gerade mal 9 Schatzkarten, das ist immer noch irre wenig. Und ansonsten insgesamt jetzt schon 20 Minuten Sand in der Phantomsanduhr. Und hier haben wir den Scharlachstahl und den zuletzt gefundenen Azurstahl. Der dritte, das Marktstelle, fehlt halt immer noch, aber den holen wir uns ja dann eh noch. So, dann hier 20 Bomben, 20 Krabbelminen, 30 Pfeile. Alles ganz okay. Ja, und ihr seht, jetzt ist meine Herzleiste auch blau umrandet. Das soll jetzt nochmal verdeutlichen, dass ich nur noch mehr halb so viel Schaden nehme. Und das ist, ja, das ist eigentlich auch ziemlich praktisch. Man muss sich halt entscheiden, was man lieber hat. Doppelte Angriffskraft oder doppelte Verteidigung. So, und apropos, weil ich hier jetzt im Tempel des Eises den Greifhaken gefunden habe, kann ich hier auf der Insel noch was machen, weil ihr seht ja auf der Karte da rechts drüben, da geht es noch ein bisschen wo weiter. Aber da kommt man nur hin, wenn man eben den Greifhaken hat. So, und zwar kann ich mich hier drüben an diesem Pfahl rüberziehen. So, jetzt muss ich aufpassen, hier sind ganz viele steinspuckende... Aua, ja, Mistviecher. Steinspuckende Octoroks. So, die werde ich jetzt hier erstmal alle töten, weil die nerven. So, da oben sind ja auch noch welche. So, jetzt haben wir meinen Bogen hier. Deswegen kriegt man hier auch Pfeile. So, und die. So. Frechheit. Ganz schön nervig, die kleinen diese Viecher. Und zack. So, und hier sind jetzt noch ein paar Raubschleime. Und ihr habt wirklich recht damit. In diesem Zelda hier ist es tatsächlich so, dass man den Schild eigentlich gar nicht verliert, wenn man von den Viechern gefressen wird. Früher in anderen Zelda-Teilen war das immer so. Wenn euch ein Raubschleim erwischt, ist euer Schild futsch. Aber hier passiert das gar nicht. So, und seht mal, diese Truhe, die will ich haben. Die da oben rumsteht. So, stirb. Also gut, das... Ich glaube, ich nehme doch erstmal wieder den Lichtgeist der Kraft, weil doppelte Angriffskraft ist ja doch irgendwie cooler. Aber einfach damit ihr mal seht, ne, seht ihr, voll fies, Rubinschleim. Damit ihr einfach mal seht, ja, erstens sind die Gegner schneller toll, also damit ihr einfach mal seht, wie das dann aussieht, wenn man den Lichtgeist der Weisheit ausgerüstet hat. So, das Ding einfach zurückziehen. Dann kann man hier vorbei. Ich glaube, in der Truhe war eh nur ein Tropfen drin. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr wirklich welche. Nein, lass mich bloß in Ruhe. Ja, seht ihr? Also von Rubinschleim wird euch nur Rubine geklaut oder so und Energie halt. Mann, lass das, du Missgeburt. Wie kann man nur so eklig hässlich sein? So, tot. Ja, aber mein Schild, den habe ich weiterhin. So, 1900 Rubine habe ich schon wieder. Ich habe jetzt nämlich doch einiges verkauft an Schiffsteilen. So, also was ist denn jetzt hier drin? Ein weiterer Krafttropfen. Sehr schön. Also zwischen 14 Stück fehlen also nur noch mehr 6. Dann habe ich endlich 20. Aber es wird doch noch dauern, bis ich da endlich mal alle gefunden habe. Aber gut. Das wäre es eigentlich auch schon wieder gewesen. Einfach sich hier noch den Krafttropfen holen, sobald man den Greifhaken hat. So. Und jetzt habe ich mir übrigens gedacht, bevor ich wieder in den Tempel des Meereskönigs zurückkehre, wo ich mir ja noch die allerletzte Seekarte holen muss, werde ich jetzt erstmal ein paar weitere Schatzkarten holen gehen. Weil jetzt mit dem Greifhaken kann ich ja einiges machen. So, also nichts wie weg hier.
Ja, scheint so, als wäre etwas auf dieser Insel reserviert, aber willst du schon wieder gehen? Ja. Alles klar. So, und jetzt natürlich erstmal Froschkompass und Dingsbums. Alles klar. So, und jetzt fahren wir erstmal zur Insel des Feuers. Werdet dann gleich sehen, warum. So, und weg sind wir. Da kann ich mir gleich zwei Schatzkarten sogar holen. So, und Jump! Aha, yippie! Es ist, glaube ich, doch irgendwie besser, wenn man springt und statt diese Ziele zerschießt, weil das dauert zu lange, dann fährt man da doch noch rein. Und das wäre nicht gut, denn das tut höllisch weh und wir sind doch schon da. So, Insel des Feuers. Wir gehen jetzt erst einmal in Astrids Haus in den Keller. So, Hallöchen Astrid. Mit dir brauche ich eigentlich gar nicht sprechen. Und zwar, wenn man die Schaufel bereits hat, also das hätte ich theoretisch schon ein bisschen früher auch schon machen können, dann kann man hier nämlich an zwei verdächtigen Stellen graben und bei einer davon bekommen wir eine Schatzkarte. So. Hier ist ein 20er und hier ist die Schatzkarte. Tada! Schatzkarte gehalten. Und das ist in nordwestlichem Meer etwa an dieser Stelle. Alles klar. So. Das war relativ einfach. So, und dann spricht man noch einmal mit Kashizuke, bist schon dem verstorbenen Lehrling von Astrid. Der hat euch jetzt nämlich auch noch was zu sagen. Ich glaube eben, sobald man ja den Tempel geschafft hat oder irgendwie so, hat er euch noch was Wichtiges zu sagen. So, Mensch, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Mistviecher. So, der war hier. Um euch dafür zu danken, dass ihr Astrid gerettet habt, will ich euch etwas Nützliches verraten. Eine Karte ist vergraben, und zwar hier. Ich hoffe, sie hilft euch. Okay, bitte gebt Acht auf Astrid. Sehr gut. Dann werde ich da oben jetzt eine weitere Schatzkarte finden. Die brauche ich auch wieder nur mit der Schaufel ausgraben. Ist nur ein bisschen umständlich, da jetzt wieder hinzukommen. So. Und zwar muss ich, genau, hier wieder die Tür öffnen. Quasi auf dem Weg zum Tempel des Feuers. Mann, was willst du denn? So, jetzt kann ich hier einmal außen rumspazieren. So, hier einfach mal drum herumlaufen. Und dann ist das genau da. Seht ihr, hier sind so komische Pflanzen und hier wird gegraben. Und da ist The Treasure Map. So, diesmal, aha, wieder nordwestliches Meer, aber... Oh! Ah, eine ganz fiese Stelle. Ganz fiese Stelle. Habt ihr jetzt gesehen, da kommen wir nur hin, wenn wir die nordöstliche Seekarte haben. Von dort aus müssen wir dann in das andere Meer rüberfahren, weil anders geht's ja leider nicht, weil da der Weg blockiert ist. Aber Hauptsache, ich habe die Schatzkarte schon mal. Also können wir wieder gehen. Das waren jetzt die zwei Schatzkarten, die man sich hier noch holen kann. Ich glaube, noch eine weitere gab es hier dann nicht mehr. Aber wartet mal. Warte mal, jetzt ist mir noch was eingefallen. Bild mir ein, dass ich mir hier sogar noch einen Tropfen holen kann, auch wieder mit Hilfe des Greifhakens. Hier ist nämlich noch ganz rechts außen noch eine ganz kleine Insel. So, oder nee, warte mal. Hier ist das dann, glaube ich, doch nicht, weil hier ist ja nur die Fackel. Hier ist ja nur die Fackel. Ich glaube, hier war nichts vergraben. Nee, aber es gibt noch woanders eine Insel, und zwar da links oben. Also ihr seht schon da. Das Kreuz kann ich jetzt eigentlich wieder wegmachen, aber die Schatzkarte ist schon ausgegraben. Also da links oben in der Ecke, da ist doch noch eine weitere kleinere Insel. Und ich glaube, da komme ich jetzt mit dem Greifhaken rüber.
Mann, verpiss dich, du blöder Elektroschleim, ist ja ekelhaft. So. Na, seht ihr, da ist eine Truhe. Einfach rüberziehen und öffnen. Es ist endlich mal wieder ein Muttropfen. Sehr schön. Endlich mal wieder ein weiterer Muttropfen. Also von denen habe ich bisher noch die wenigsten leider. Und jetzt kann ich mich über die Fackel wieder zurückziehen. Und schon... Ja, jetzt kann ich ja wirklich die Insel verlassen. Ich glaube, das war's dann. Einfach noch den Muttropfen geholt, die zwei Schatzkarten und ja. Dann geht's auf zur nächsten Insel, wo es noch mindestens eine Schatzkarte gibt. Weil, wie gesagt, insgesamt gibt es 31 Schatzkarten im Spiel. Ich hatte gerade mal 9 davon gefunden. Das ist echt wenig. Und deswegen will ich mir jetzt endlich mal weitere Schatzkarten holen, bevor es dann in die Tempel zurückgeht. So, also, wir müssen dann los. Yo. Na, hast du auch nichts vergessen? Okay, lass uns ablegen. Ich habe doch nichts vergessen. Hallo, wer bin ich denn? So, wohin jetzt? Wohin jetzt? Ich glaube, ich weiß schon was. Und zwar brauche ich wieder mal meinen Froschkompass. Und jetzt dieses spiegelverkehrte N malen. Nordwestliche See. Genau, und jetzt fahre ich erstmal zu Saus-Insel. Da gibt es nämlich auch noch eine Schatzkarte. Hätte ich mir, glaube ich, auch schon ein bisschen früher holen können, aber habe ich halt leider nicht gemacht. So, feine Sicht, stirb. Na, wenigstens habe ich knapp 2000 Rubine, das ist ja auch schön. Denn wir brauchen ganz viel Geld, denn das kostet schon die ganze Welt. Einfach zu viel. Ich brauche eine Schatzkarte, Mann. So, Saus Insel. Und hier habe ich mich schon anfangs gefragt, was dieses eine Rätsel dazu bedeuten hat, weil hier hinten ist irgendwo eine Steintafel, die mir das eigentlich verrät und gut, an diese eine Truhe komme ich jetzt, glaube ich, auch mit dem Greifhaken hin oder mit einem Huben. So, seht mal hier. Finde die Steinböden im Osten und Westen dieser Insel. Verbinde die östlichen Steine mit einer Linie, mach dasselbe mit den westlichen Steinen. Grabe, wo die Linien sich schneiden. Ja, das habe ich anfangs leider missverstanden, deswegen konnte ich da auch nur nichts machen. Also, die Steinböden, das ist hier einer. Sollte man sich gerade jetzt ganz genau so ein kleines X malen. So. Dann haben wir hier einen. Und dann auf der Westseite sind auch nochmal zwei. Einmal hier. So. Und dann noch einmal hier. So. Und das heißt ja, verbindet die östlichen und westlichen Linien miteinander. Also nicht so kreuz und quer drüber, nein, sondern man macht das jetzt einfach so. So, bis hier ungefähr runter. Und dasselbe nochmal hier. Also schon richtig, ungefähr so. Und bei dem Kreuzungspunkt, bei dem Schnittpunkt, da muss man graben mit der Schaufel. Dann findet man da auch eine Schatzkarte. Und so ist es eigentlich auch wirklich richtig gedacht. Das heißt, es ist in etwa... ja, hier so. Ich weiß jetzt leider nicht genau hundertprozentig wo genau, aber ungefähr irgendwo hier muss das, glaube ich, sein. Oder unterhalb des Weges. Irgendwo hier muss es jetzt dann, glaube ich, sein. Ab da ist sie ja schon. Tada! Nächste Schatzkarte gefunden, na? Südwestliches Meer. Gleich in der Nähe der Insel da drüben. Sehr schön. Na, war doch jetzt gar nicht so schwer. Das heißt, das kann ich jetzt eigentlich auch wieder löschen. Gut, ich habe zwar jetzt gerade ein bisschen ungenau die Linie gemalt, aber ich wusste in etwa, wo ich graben muss. So, und die andere Schatztruhe da oben. Ich glaube, da ist jetzt wieder nur ein Tropfen drin. Komme ich, glaube ich, mit dem Greifhaken jetzt ganz einfach rüber. Genau. Und da drin haben wir einen Weisheitstropfen. Super. Also ich glaube, man könnte theoretisch auch wirklich mit einem Huhn darüber fliegen, aber jetzt, wenn man eben den Greifhaken schon hat, dann kann man das auch so machen. Okay.
Dann auf zur nächsten Insel. Ja, hey, du glaubst doch nicht, dass der Stahl hier auf dieser Insel ist, oder? Nee, eh nicht. Sodalechen, jetzt muss ich noch einmal zu dieser namenlosen Insel da unten. Also ihr seht, jetzt haben wir hier schon drei Schätze, die wir uns holen können, aber der eine da rechts, der geht halt leider noch gar nicht. So, also das ist jetzt hier, die namenlose Insel, los! Und weg sind wir. Also die namenlose Insel ist ja da, wo ich den goldenen Boss getroffen habe, diesen goldenen Riesenfrosch. Der mir den Froschkompass geschenkt und da ist auch noch eine Schatzkarte, die ich vergessen habe mitzuholen. Meine Güte, was ich da alles in dem Spiel übersehe, aber gut, ich habe es bisher nur einmal wirklich durchgespielt und da auch noch nicht mal 100% und deswegen, naja. Sind das Piratenschiffe hier vorne? Der sieht ganz so aus. Warte mal, ich lasse mich von denen mal entern. Anhalten. Ich lasse mich von denen mal absichtlich entern. Weil dann passiert nämlich was. So, warte, ich mal auf die Typen so hin. Dass ich direkt auf die zusteuere. Aua. So, bäh. Wir sind geentert worden. Du bist dran, Link. Monster sind eingedrungen. Als Kapitän befehle ich dir, sie auf der Stelle von Bord zu jagen. Auch sie mit Gebrüll, mach sie fertig. Ja klar, der versteckt sich wieder und... okay, das war's, glaube ich, schon. Ha, dachten sie wirklich, sie können das mit uns aufnehmen? Lächerlich. Schau, Link, hier ist deine Belohnung. Nimm sie. Und ich bekomme tatsächlich einen Muttropfen geschenkt. Ist ja geil. Alles klar, auf geht's, Link. Lass uns diese Gewässer so schnell wie möglich hinter uns lassen. So. Jetzt geht's aber wieder weiter zur namenlosen Insel. So. Das Piratenschiff ist abgesoffen. So, jetzt sind wir wieder auf der namenlosen Insel. Also ihr habt es gerade gesehen, man sollte sich wirklich einmal absichtlich von diesen feindlichen Piratenschiffen erwischen lassen, weil man dann eben, wenn man die Gegner vertreibt von Linebeck, einen Muttropfen geschenkt bekommt. So, und die Schatzkarte, die mir hier gefehlt hat, die befindet sich unterhalb des Auges. Also ich habe ja hier schon einmal die Umrisse dieser Insel gezeichnet, die ja aussieht wie ein Wal. Und hier haben wir das Auge. Also was so ähnlich aussehen soll wie dein Auge. Und direkt ein Feld unterhalb dieses Mythensteins soll man graben. Und tatsächlich ist hier eine Schatzkarte. Einfach nur geil. So, wieder das nordwestliche Meer. Das ist ja Wahnsinn. So viele Schätze, was ich mir hier schon holen kann. Sehr schön. Gut. Und schon können wir wieder zurück. Ja, was willst du tun? Bereit abzulegen? Na klar. So, gut. Dann, ja, dann wisst ihr was, dann hole ich mir jetzt erstmal ein paar von diesen Schätzen. Wer weiß, was das ist. Vielleicht wieder einmal, naja, extra Sand. Kann sein, muss aber nicht sein. Wenn es nur ein Schiffsteil ist. So. Und weg sind wir. Auf zur Schatzsuche. Ich habe doch schon länger keine Schätze mehr geborgen. Hoffentlich versaue ich es nicht. So, das ist jetzt gleich... an dieser Stelle hier. So, okay, jetzt sind wir da. Und wohin geht's jetzt? Habe ich gerade noch nichts. Jetzt wird's geborgen. So. Mein Bergensam ist ja leider noch angeschlagen. Den hätte ich vielleicht mal vorher reparieren sollen. Naja, egal. Mache ich dann, wenn wir wieder auf Melkor sind. Ich muss halt einfach jetzt aufpassen, dass ich hier keinen Mist baue. Aber ich kenne mich ja. Wenn ich sage, ich baue keinen Mist, baue ich garantiert Mist. Vorsicht. Langsam, langsam. Rüber, rüber, rüber. Ey, ich war da schon ganz drüben. Missgeburt. Nach links. Ah, erwischt. Ja, du machst den Bergensam noch kaputt. Den Wagen ziehen hoch. Ey. Sag mal, was ist denn das hier für eine Scheiße? Mann. Ey. Nein.
Da stimmt doch jetzt irgendwas nicht mit der Steuerung. Die ist total... Die ist total gaga. Super, ein... Mann, das kann ich jetzt schon vergessen. Nein. Warten. Warten. Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Ich verstehe jetzt gerade echt nicht, was hier los war. Ich habe nichts gemacht. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat das... Scheiße! Verpatzt! Hey, du hast den Berg schon kaputt gemacht! Mann, ey! Ich hasse dieses Scheißspieler, dann leck mich am Arsch, dann machen wir halt keine Schätze mehr. Dann hab mich doch lieb. Verpissen wir uns. Das ging natürlich mächtig in die Hose. Ich hasse es! So, ja, kann ich den Scheißberg jetzt erstmal reparieren für richtig viel Geld. Aber egal, ich habe eh genug. So, Insel Melka. Leck mich doch am Sack! Ich hasse dieses Scheiß-Minispiel mit dem Schätzeberg. Das ist einfach nur gay. Das ist einfach nur blöd. Das war so typisch. Ich weiß jetzt echt nicht, was los war. Es hat nicht reagiert, das Schiebepad. Ich habe nichts machen können. Dann bin ich da einfach so ganz komisch dran angestoßen. Urdum. So, erstmal zu dem Typen da rein. Warum kann der mir meinen Bergsam nicht verstärken, dass der mehr Energie hat? Das ist so scheiße. So, du hast den Bergsam kaputt gemacht. Nicht mehr zu benutzen, das Teil. Ja, 100 Rubine, ey, voll Wucher. Naja, gut, abgemacht. Ja, ich repariere ihn geschwind für dich. Kannst gar nicht so schnell schauen, wie ich den repariere. Und tschüss, du Trottel. Ja, sorry, das war mir eh klar. Ich habe ja gesagt, wenn ich sage, boah, kein Mist, boah, ich garantiert Mist, es ist passiert. Also, drauf gepfiffen. So, warte mal, gibt es irgendwas Interessantes hier im Shop zu kaufen? Aha, wieder so eine weiße Perlenkette. Na, willkommen weiter, Kunde, wie kann ich dir helfen? Das möchte ich so gar nicht wissen, wie du mir helfen kannst. So, ich will das da. Perlenkette, 30 Rubine, kaufen. Tadadam, Perlenkette erhalten, sie glänzt, strahlend im Licht der Sonne. So, vielen Dank. Das noch was sein? Nö. Oder warte mal. Warte mal, doch. Ich nehme jetzt mal so ein lila Elixier. Ja, lila Elixier. 150 Rubine, füllt 8 Herzen auf. Kaufen. So, dass ich mal wieder was habe, um mich zu heilen. Für Notfall. Ich habe eh genug Geld. So. Und tschüss. So, dann verkaufe ich mal die Perlenkette. Ich glaube, da müsste ich jetzt einen Gewinn von 20 Rubinen machen, weil 30 hat sie gekostet, aber 50 ist sie wert beim Schatzgutachter. Sind also 20 Rubine Gewinn. Ich bin der Schatzgutachter. Ich habe immer noch nichts mehr gegen meinen Überbiss gemacht. Ja, dann geh doch mal zum Zahnarzt, lass dir das richten. So, Schätze. Also, ja, gut, das weiß ich ja. Das ist nur 50 wert leider. Ja, was? Was ist das? Ja, ist nichts wert. 50 Rubine, ich wäre voll wenig. Das steht extra, da hat eine Prinzessin der Zoras hat diese Krone getragen. Diese 50 Rubine wert. Ist doch ein Witz. So, und jetzt noch die da. Was ist das? Ja, ist nichts wert. Oh, du 50 Rubine, sag ich ja. Voll fies. Ja, jetzt habe ich ja leider nichts mehr. Also, tschüss. Ja, wenn du wieder was zu scherzen hast, komm jederzeit wieder. Okay. Fürs erste ja leider nicht. Gut, dann zeige ich euch jetzt noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ihr seht ja hier auf der Karte, ist rechts oben eine kleine abgespaltene Insel. Und da kommt man aber irgendwie hin, wenn man Bomben hat. Die habe ich ja eigentlich doch schon relativ lange. So. Und zwar, wenn man hier die Stufen rauf geht, dann haben wir hier einfach mal so eine komische Wand. Das ist nicht mal was Verdächtiges, es ist kein Riss drin, aber trotzdem kann man hier eine Höhle aufsprengen. So, passt auf. Und bamster bam. Tatsächlich ist hier ein Eingang. Ja, hier war ich noch nie zuvor drin. Und deswegen... ja, gehe ich jetzt hier einfach mal so lang. La 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 la. Einfach unter der Insel so durch. Und kann hier auf dieser Seite wieder nach oben. Und hier wieder ins Freie. Na, seht ihr, und schon bin ich hier auf dieser Mini-Insel. So, und hier ist ein Schalter, der macht uns jetzt hier noch eine schöne Brücke. Jetzt haben wir hier eine Abkürzung.
Und hier oben ist jetzt der Typ da. Hallo du, schön dich kennenzulernen. Mein Name ist Tarisan. Ich bin ein bescheidener Sänger, der die Welt mit der Gitarre in der Hand bereist. Zu Ehren unseres Treffens könnte ich doch ein Liedchen singen. Es heißt Magische Schachtel. Es ist eine Schachtel voller Magie. Steck Teile hinein oder Schätze nach einer Weile. Schau hinein und lass dich überraschen, wirklich sonderbar, von einer Hand in die andere. Wahrhaftig eine magische Schachtel, herrlicher Tausch. Magische Schachtel, finde heraus, was darin ist. Tada! Jawohl, das sind die magischen Schachteln. Lege Shift-Teile und Schätze, die du nicht brauchst, hinein. Du tauschst sie mit anderen Spielern, mit denen du Verbindung aufnimmst. Entweder durch den Contact-Mode oder den Duell-Modus. Oh, was ist wohl in der magischen Schachtel? Finde es heraus, probier es aus. Lege Shift-Teile und Schätze, die du nicht willst, hinein. Ja, also bei dem Typen kann man tatsächlich Shift-Teile und Schätze tauschen. Was ich aber eh nicht wirklich machen werde. So, mir ging es nämlich eigentlich um diese Truhe hier mit einem Weisheitstropfen. So, der Typ an sich ist mir völlig egal. Ist auch rein optional, also ich wollte hier einfach nur den Tropfen haben. Ja, und jetzt kann ich eigentlich auch den Part endlich mal beenden, aber jetzt rüste ich wirklich mal wieder den Lichtgeist der Weisheit aus, weil der hat nämlich im Tempel des Meereskönigs noch einen weiteren zusätzlichen praktischen Effekt. Aber ja, jetzt ist der Part sowieso erstmal vorbei. Aber ernsthaft, wie soll man eigentlich darauf kommen, dass man hier oben ein Loch in die Wand sprengen kann? Ich meine, hier ist kein Riss und nicht mal wirklich ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand auf der Insel verrät, dass man da das ausprobieren soll oder... Naja, keine Ahnung. Ist ja im Prinzip auch egal. So, Tempel des Meereskönigs. Das ist jetzt mittlerweile schon mein fünfter Besuch hier. Kaum zu glauben, ich weiß. Aber so ist es nun mal. So. Alles wieder voll. Gut, Leute. Das heißt, im nächsten Part geht es dann wieder ab ins goldene Licht und noch tiefer in den Tempel des Meereskönigs hinein. Wobei ich davon wieder einen Teil an Ebenen nochmal neu machen muss. Aber da ich ja jetzt eben Greifhaken und Krabbelmin habe, kann ich mir auch da wieder eine Abkürzung basteln. Also mehrere Abkürzungen halt nutzen. Also danke wieder fürs Zusehen, auch wenn es jetzt nicht so spannend war. Ihr habt gesehen, wo es überall noch Schatzkarten gibt und das waren ja immer noch nicht alle. Also bis zum nächsten Mal bei Phantom Hourglass. Macht's gut, Leute, und ciao!